vielleicht im Hintergrund sehen könnt, sitze ich gerade im Auto, denn wir fahren jetzt gleich los auf die Insel Rügen nach Selin. Da haben wir ein Ferienhaus, Wohnung. Also das werdet ihr dann alles sehen. Und da bleiben wir dann 10 Tage. Und jetzt ist es gerade also kurz vor 7:30 und wir fahren so 4 Stunden also plus ein bisschen Stau, also 4,5 Stunden wahrscheinlich. Und ja, aber ich nehme euch dann die 10 Tage mit und dabei wünsche ich euch viel Spaß. So, wir sind jetzt in Rügen angekommen, also und fahren jetzt mit der Fähre rüber, also übers Wasser rüber. Und ja, da werde ich dann mal filmen, wie das so aussieht und ja. So, wir sind jetzt hier auf der Fähre drauf und irgendwie dachte ich, dass es schneller ist, aber wenn man im Auto sitzt, dann kommt sich das irgendwie ganz schön langsam vor, aber ich glaube, das ist schneller, aber man riecht sehr das Salzwasser raus. So, wir sind jetzt auf Rügen drauf, also auf der Insel drauf und fahren jetzt zu unserer Ferienwohnung und wir sind jetzt, also ich weiß nicht, wie lange wir noch fahren, aber bis jetzt sind wir 3 Stunden erst gefahren, also sind eigentlich richtig gut durchgekommen, haben eine Pause gemacht, also eine Pullerpause und jetzt fahren wir weiter. Also wenn man reinkommt, sieht man als erstes das hier und ich zeige euch das jetzt mal alles. Also wenn man hier dann reingeht, da nicht, ist hier einmal das Bad. Also wir haben jetzt alles schon so gut eingerichtet, ist halt noch alles ein bisschen unordentlich. Aber ja, hier haben wir das so eingerichtet und es ist eigentlich ein richtig schönes Bad, nur ein bisschen klein. Und ja, so sieht die Dusche aus. So, und dann kommt man hier rein. Ich wundere, warum da so Sachen liegen. Wir sind halt gerade angekommen und räumen das jetzt alles so ein. Ja, hier sind die Schränke, also der Schrank. Und hier, das ist richtig cool, ist dann so ein Wintergarten. Und ja, hier ist einmal die Ecke, wo noch die Taschen und so stehen. Steht dann so eine riesige Pflanze. Und da ist dann das Bett. Also es war eigentlich nur eine Couch, aber wir haben es dann ausgeklappt. Und hier werde ich mit meiner Schwester wahrscheinlich schlafen. Ja, also die Aussicht ist jetzt zwar nicht so schön, aber egal. Hier ist dann sozusagen der letzte Raum. Da ist so eine ausziehbare Couch, also wo die dann auch ausgezogen wird. Da ist dann so ein Tisch, da ist dann der Fernseher und eine Kommode, wo wir dann unsere ganzen Sachen verstauen. Und hier ist so die Küche so, wo wir dann auch essen, weil es eine Ferienwohnung ist. Aber ja, deswegen halt Handtücher, weil wir jetzt gleich zum See gehen und da ist die Küche. Und hier ist einfach nur eine Abstellkammer. Also so Mülleimer und halt sowas. Und ja. Und hier ist dann ein riesengroßer Spiegel. Und ja, da ist dann die Eingangstür. Und wir gehen jetzt zu baden. Und ja, dann bis gleich. Laufen jetzt wieder nach oben in unsere Ferienwohnung und dann werden wir erstmal duschen gehen und dann werden wir noch essen gehen und der Berg. Oh Gott. So, wir haben jetzt Start des Tag 2. Gestern haben wir eigentlich nicht mehr viel gemacht. Ja, heute ist nicht wirklich so schönes Wetter, also es scheint zwar trotzdem die Sonne und so. Aber es ist halt so ein bisschen windig und immer so bewölkt. Und wir gehen heute, glaube ich, wieder an den Strand. Da sehen wir uns bestimmt nachher nochmal. So, wir sind jetzt vom Strand wieder da, weil es angefangen hat zu regnen. Und jetzt waren wir duschen und ich habe mich ein bisschen geschminkt. Und jetzt gehen wir einkaufen. Also werden jetzt mal hier die Promenade so langlaufen und gucken, wo denn ein Supermarkt ist, wo wir dann einkaufen gehen können. Und ja, vielleicht nehme ich die Kamera mit und kann dann auch ein bisschen filmen.
gestern habe ich eigentlich nicht mehr gestern habe ich eigentlich gar nichts gefilmt. Also nur nur so gefilmt, was wir gemacht haben, weil wir waren gestern beim Störtebeker Festspiele oder Festspiel, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber bei Störtebeker. Und da habe ich und das Feuerwerk gefilmt und das wollte ich euch und das blende ich jetzt mal ein. Wir vergessen alle Sorgen, wenn uns die wilden Wogen tragen, weit fort von dir. Sail away, you can fly. Du findest deine Ziele. Das war eigentlich sehr cool, bloß ich habe nicht viel gesehen. Das war das eigentlich so blöde. Und ja, heute ist Tag 4 und heute laufen wir nach Binz. Also wir laufen Lien nach Binz und ja, die Kamera werde ich mitnehmen.